Seit nun fast einem Jahr leben wir in einem Ausnahmezustand. Und würdet ihr da hinten noch ein bisschen, wir haben so viel Platz, einfach 1,50 Meter, haltet 2 Meter Abstand ein. Ihr hört alle gut, wir haben die Lautsprecherbox dabei. Also wir haben genug Platz. Ja? Also wie gesagt, seit fast einem Jahr leben wir in einem Ausnahmezustand. Dieser Ausnahmezustand ist aber nach dem Grundgesetz überhaupt nicht vorgesehen. Von gesetzlich normierten Ausnahmezuständen für den Notstand. Von Ausnahmezustand ist nicht die Rede. Einer dieser gesetzlichen Ausnahmezustände wäre der Verteidigungsfall. Schauen wir uns einmal an, was unser Grundgesetz hierzu sagt. Artikel 115a, die Feststellung, dass das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar droht, in Klammer Verteidigungsfall, trifft der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates. Die Feststellung erfolgt auf Antrag der Bundesregierung und, jetzt kommt es, bedarf einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen, mindestens der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages. Also wenn wir in einer Notsituation sind, dass wir von einer fremden militärischen Macht angegriffen werden, dann muss der Bundestag mit 2/3 Mehrheit, mit qualifizierter Mehrheit, dies feststellen. Zu Recht haben die Gründungsväter unserer Verfassung für die Ausrufung des Notstandes durch die Bedrohung mit Krieg eine sehr hohe Hürde gesetzt und 2/3 der Abgeordneten des Deutschen Bundestags müssten dem zustimmen. Und auch im Verteidigungsfall dürfen nicht alle Grundrechte eingeschränkt werden und darüber hinaus gilt noch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Zu Recht kennt unsere Verfassung sehr, sehr hohe Hürden für die Ausrufung des Notstandes und für die Einschränkung von Grundrechten. Und was ist letztes Jahr passiert? Letztes Jahr wurde wieder einmal die Verfassung quasi über Nacht außer Kraft gesetzt und seitdem regiert ein nicht im Grundgesetz vorgesehenes Gremium aus Kanzler, Ministerpräsidenten und orchestrierten, ich schreibe das mit W am Anfang und Doppel-R, von Virologen, unser Land in einem faktischen Ausnahmezustand. Also dieses Land wird in einem faktischen Ausnahmezustand von einem Gremium faktisch regiert, welches in der Verfassung gar nicht vorgesehen ist. Und dazu kommt noch, dass mit fragwürdigen Tests, die nichts, aber auch gar nichts darüber aussagen, ob ein Mensch krank ist und die nichts darüber aussagen, ob ein Mensch überhaupt ansteckend ist, mit solchen in Anführungszeichen Tests sperrt man eine gesamte Gesellschaft weg und nichts anderes als ein Wegsperren ist diese Ausgangssperre. Also nichts anderes als ein Wegsperren ist diese Ausgangssperre. Während im Verteidigungsfall es die sehr hohen Hürden gibt, um mit einer Notstandsverfassung regieren zu können, kommt die tiefgreifendere Beeinträchtigung unserer Grundrechte mit der Änderung eines einfachen Gesetzes aus. Sie können das noch nicht mal frei sagen. Sie müssen das noch ablesen. So dumm sind Sie. Danke, ja. Sie dürfen ja, wollen Sie etwas sagen? Ja, ich würde gerne mal einen Besuchtermin für Sie machen auf der Corona-Station. Wären Sie damit einverstanden? Damit wäre ich einverstanden, sicherlich, sehr gerne. Gut. Schreiben Sie mich an, kennen Sie mein Datum? Aber ohne Maske. Ohne Maske, natürlich, ich brauche keine Maske, ja? Ja. Sie organisieren das? Ich organisiere das, ganz bestimmt. Ein Applaus für die Dame. Ich organisiere das. Danke für Ihren Namen. Ja, ich heiße Rotko Miskaro. Sehr schön, Miskaro. Also, erstens mal finde ich es unverschämt, Sie stehen hier direkt vor einem Pflegeheim und machen so einen Krach. Das ist schon mehr als unverschämt. Sie haben überhaupt keinen Anstand, wissen Sie das? Ja, schönen Dank für Ihre Meinung. Gerne. Bitte? Also bei uns darf jeder sprechen.
Auch kritische Meinungen dürfen vertreten werden. Das ist Meinungsfreiheit. Ein Applaus für die Dame. Ich bin gespannt auf den Termin in der Corona-Station. Ich wüsste gar nicht, wo die sein soll hier in Rheinstetten. Kind? Okay, da komme ich dann einfach mal hin. Sie machen einen Termin für mich. Herzlichen Dank. Ich komme mit. Ohne Maske. Ohne Maske, natürlich. Ich komme mit. Presse kommt auch mit. Sehr schön. Hier in Rheinstetten gibt es traurigerweise auch sehr viele, gab es einige Fälle von Corona-Infektionen im Altersheim. Und das hat natürlich auch zu schwerwiegenden Krankheiten bei älteren Herrschaften geführt. Das ist sehr bedauerlich. Allerdings gibt es andere Städte, die darauf besser vorbereitet waren. In Tübingen zum Beispiel hat, ich sage es sehr ungern, weil es ist ein grüner Oberbürgermeister, Boris Palmer hat dafür gesorgt, dass in seiner Stadt es so gut wie keine, oder am Anfang gab es auch wirklich gar keine Ausbrüche von Corona in Alten- und Pflegeheimen gab. Der Herr Palmer hat seine Pflegeheime von Anfang an mit entsprechenden Masken ausgestattet, hat von Anfang an dafür gesorgt, dass die Besucher und das vor allem das Personal Schnelltests hatte. Das nenne ich ein wirklich vorbildliches Umgehen mit dieser Krankheit, mit diesem Virus. Und das hat jedenfalls in Tübingen hat es funktioniert. Ob es jetzt die Masken waren oder ob es die Schnelltests waren oder warum auch immer, das werden wir vielleicht nie erfahren oder eher sehr spät. Allerdings in Tübingen hat es funktioniert und dafür hat man den Tübinger Oberbürgermeister gebasht und hat gesagt, hör mal, das darfst du eigentlich gar nicht machen, das ist Landesaufgabe. Er hat es trotzdem gemacht und dafür einen herzlichen Dank an den Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer. Und wenn wir einen solchen Oberbürgermeister vielleicht hier in Rheinstetten gehabt hätten, wäre auch in diesem Alten- und Pflegeheim kein Corona-Ausbruch da gewesen. Ja gut, bei den älteren Herrschaften hat es ja nichts mit dem Test zu tun, die haben dann wirklich Symptome. Also ich warne davor, dass man auch sagt, dieses Coronavirus ist komplett harmlos. Das ist nicht unsere Meinung, also nicht meine Meinung. Aber dann kommt es natürlich sehr darauf an. Dann kommt es sehr darauf an, wer dieses Virus sich einfängt. Wenn jetzt 220-Jährige mit dem Coronavirus sich anstecken, dann muss man bei 199 von denen einfach nur testen, um festzustellen, dass sie es überhaupt haben. Und der andere, und der 200. hat ein leichtes Halskratzen. Im Alter von 80 Jahren, wenn wir da 20 davon anstecken, da sterben vielleicht 10 davon. Also es kommt immer darauf an, welche Alterskohorte infiziert ist. Ja, und diese Infektionszahlen, die man jetzt verwendet, die Inzidenz ist eigentlich ein Wert, der ist völlig wertlos. Ja, weil wie gesagt, wenn jetzt ein Kindergarten sich ansteckt, dann haben wir plötzlich eine Inzidenz von, was weiß ich, von 200. Aber den Kindern passiert einfach nichts. Stecken Sie jetzt in einem Altersheim 200 Patienten an, mit die 80 Jahre oder älter sind, ja, dann können Sie 100 Todesfälle haben. Ja? Also wie gesagt, es kommt sehr stark auf die Alterskohorte an. Aber jetzt will ich noch was zum Infektionsschutzgesetz sagen. Im Infektionsschutzgesetz wurde ein einziger Paragraph 28a hinzugefügt. Und das Verabschieden der Gesetzesänderung verlief im Bundestag unter fragwürdigen Umständen im Schnellverfahren. Ein Skandal sondersgleichen und eine Schande für unser Land, eine Schande für unsere Demokratie und eine Schande für die gesamte Zivilisation.
Schauen wir uns einmal näher an, was dieser Paragraph 28a Infektionsgesetz so alles erlaubt. Anordnung eines Abstandsgebots im öffentlichen Raum, Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, Maskenpflicht, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen im privaten, im öffentlichen Raum, Verpflichtung zur Erstellung und Anwendung von Hygienekonzepten für Betriebe, Untersagung oder Betriebsschließungen oder Beschränkungen von Freizeitveranstaltungen und ähnlichen Veranstaltungen, Untersagen der Beschränkung des Betriebs von Einrichtungen, die der Freizeitgestaltung zuzurechnen sind, Untersagung von Kulturveranstaltungen, Untersagung von Sportveranstaltungen, umfassendes auf bestimmte Zeit beschränktes Verbot der Alkoholabgabe oder des Alkoholkonsums, Untersagung für das Abhalten von Veranstaltungen, Ansammlungen, Aufzügen, Versammlungen sowie religiösen oder weltanschaulichen Zusammenkünften. Also nach dem Paragraph 28a Infektionsgesetz kann man uns auch eine Versammlung nach Artikel 8 Grundgesetz, wie wir sie jetzt heute Abend hier durchführen, verbieten. Die Untersagung oder die Beschränkung von Reisen, insbesondere für touristische Reisen, Untersagung von Übernachtungsangeboten, Untersagung des Betriebs von gastronomischen Einrichtungen, Schließung oder Beschränkung von Betrieben, Gewerben, Einzel- oder Großhandel, das betrifft jetzt ganz, ganz viele, insbesondere kleinere Betriebe, auch hier in Rheinstetten. Denen wird ihre Existenz genommen, die werden durch die Bundesregierung praktisch enteignet, indem dass sie nicht mehr arbeiten dürfen, dass sie nicht mehr öffnen dürfen, denen wird ihre Existenzgrundlage genommen. Das funktioniert nur alles, wenn das Volk mitmacht. Ja. Also in anderen Ländern gibt es ähnliche Beschränkungen. Ich habe Bilder gesehen von Polen, wo es genau die gleichen Beschränkungen gibt. Und da sind die Restaurants einfach geöffnet. Die Restaurantbesitzer sagen sich, ja, ob wir jetzt an Corona sterben oder ob wir ganz einfach verhungern, das ist uns egal. Also tun wir lieber öffnen und gehen das Risiko ein, an Corona jetzt zu erkranken. Das ist ein Risiko, aber sie haben im Prinzip gar keine andere Wahl. In Mexico City, in einer einzigen Stadt, haben 50.000 Restaurants geöffnet, trotz Verbot. Und bei... In Deutschland gestaltet sich das sehr schwer, sehr schwierig, weil... Dafür gibt es kein Formular, ganz richtig. Dafür gibt es kein Formular. Ich weiß nicht, wer hat es mal gesagt? Lenin mit der Bahnsteigkarte. Ja? Die Deutschen können keine Revolution machen, weil wenn die einen Bahnhof besetzen wollen, dann müssen sie vorher eine Bahnsteigkarte lösen. Die Bahnsteigkarte gibt es nicht mehr, also das heißt aber nicht, dass wir jetzt die Revolution machen können. Ne? Also Schließung von Gemeinschaftseinrichtungen, Hochschulen, außerschulischen Einrichtungen. Also die Schulen werden geschlossen, die Kinder können nicht mehr in den Kindergarten gehen. Das sind alles Dinge, die besonders Familien mit schwachem Einkommen betreffen. Familien, die ein großes Haus haben, einen Garten haben und sich die Freizeiteinrichtungen praktisch nach Hause holen können. Diese Familien werden nicht so sehr betroffen. Meistens gibt es dann auch Bildungsangebote, bezahlte Bildungsangebote für die Kinder. Da lässt man dann den Nachhilfelehrer nach Hause kommen. Aber gerade in einkommensschwachen Familien leiden die Kinder ganz, ganz besonders stark. In Berlin gab es eine Untersuchung, da haben sie die Zahlen dann veröffentlichen müssen, dass die Zahl von Kindesmisshandlungen rapide zugenommen hat seit der Corona-Verordnung. Und in Berlin erhängten 200 anstatt
Also mithin werden wir mit einem einzigen Zusatz in einem Paragraphen im Infektionsschutzgesetz von unseren, von vielen, also von den meisten unseren Grundrechten beraubt, während im Verteidigungsfall, also wenn wir jetzt von einer fremden Macht angegriffen werden, der Bundestag das mit qualifizierter Zweidrittelmehrheit feststellen muss und dann aber immer noch die Grundrechte gelten und nur partiell eingeschränkt werden, schränken wir mit der Corona-Verordnung praktisch alle Grundrechte ein, einschließlich die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dieser Artikel 1 in unserer Verfassung ist nicht änderbar. Selbst der Bundestag könnte mit einer Einstimmigkeit diesen Artikel nicht aus unserer Verfassung entfernen. Das haben die Väter unseres Grundgesetzes mit gutem Recht hineingeschrieben, weil die Würde des Menschen ist das zentrale Gut unserer Werte, ist das zentrale Recht, auf das wir uns berufen. Und bisher wurde auch immer die Würde des Menschen durch das Bundesverfassungsgericht sehr hoch gehalten. Und am nächsten, also nicht morgen, sondern am Sonntag in einer Woche, werden wir hier in Rheinstetten unsere Verbundenheit mit unserem höchsten deutschen Gericht bekunden. Wir werden einen Autokorso von Rheinstetten bis zum Bundesverfassungsgericht machen. Es gibt dieser Autokorso ist eine Solidaritätskundgebung für das Bundesverfassungsgericht. Die Richter des Bundesverfassungsgerichtes sind das letzte Bollwerk, was wir haben gegen eine übergriffige Regierung, gegen eine Legislative, die wegschaut. Und deswegen sind wir auch heute Abend hier. Wir sind die Demokraten. Wir sind friedlich. Wir bleiben auch friedlich, egal was man uns vorwirft, egal was man uns sagt. Wir sind tolerant. Und wir stehen hier und wir kommen wieder und am Sonntag zeigen wir unsere Solidarität mit dem Bundesverfassungsgericht. Und jetzt will ich auch gar nicht so lange rummachen. Wir haben heute Abend noch einen Spaziergang vor uns. Wir laufen zum Technischen Rathaus und dort gibt es eine Zwischenkundgebung. Die Zwischenkundgebung wird allerdings sehr, sehr kurz ausfallen, weil wir dort auch eine Maskenpflicht haben, genau wie beim Aufzug. Das Gericht ist der Auffassung, dass es dort ein dynamisches Geschehen gibt. Dieses dynamische Geschehen wollen wir dem Gericht auch gönnen und laufen dann also bis zum Technischen Rathaus, sagen dann zwei Worte und laufen dann einfach wieder hier zurück. Und dann gibt es hier nochmal eine Abschlusskundgebung. Wo geht's los am Sonntag? Das ist mit dem Ordnungsamt noch nicht ganz geklärt. Entweder an der DM-Arena oder hier entlang dieser Straße. Wenn es hier entlang dieser Straße geht, dann fängt der Zug praktisch Höhe in Forchheim beim Hirschholzhandel an und wird durch ganz Forchheim durchgehen und wird durch ganz Mörsch durchgehen und wieder zurück. Ja, in Pforzheim waren letzten Sonntag 1000 Fahrzeuge da und das werden wir auch schaffen, oder?